danke schön für die Einladung. Also mein Name ist Angela Dörflinger und ich bin am Akademischen Auslandsamt tätig, für die, unter anderem für die Betreuung und Beratung von studieninteressierten Geflüchteten. Sehr langer Begriff. Ich möchte heute darüber reden, was Flüchtlinge auf ihrem Weg an die deutschen Hochschulen benötigen. Ich kann natürlich nicht für alle Hochschulen in Deutschland sprechen, aber möchte eben am Beispiel der Uni Mannheim erzählen, was uns passiert ist, was wir getan haben. Und wir hatten natürlich auch viel Austausch mit anderen Universitäten, sodass wir wissen, was sich da in den letzten anderthalb Jahren abgespielt hat. Kurz zum Überblick. Ich möchte ganz kurz auf die Zahlen der Uni Mannheim angehen, insbesondere bezüglich internationale Studenten. Dann auf die Ausgangssituation und die ersten Entwicklungen im Bereich Flüchtlinge 2015, also was uns widerfahren ist, Probleme und Herausforderungen. Anschließend die Maßnahmen, die wir dann ergriffen haben 2016, bestehende und zukünftige Herausforderungen, also wir sind immer noch im Lernprozess, bisherige Ergebnisse und dann einfach so einen kleinen Ausblick geben, welche Dinge wir weiterhin vorhaben. Und dann bleibt natürlich auch noch Zeit für Fragen. Ja, die Uni Mannheim, das wissen vermutlich alle, hat 5 Fakultäten, ungefähr 12.200 Studierende, das ändert sich natürlich je nach Semester. Und erstaunlicherweise haben wir eine Quote von 18% an internationalen Studierenden. Das ist inklusive der Bildungsinländer. Was sind Bildungsinländer? Das sind zum Beispiel Kolumbianer, die an einer deutschen Schule im Ausland ihr Abitur gemacht haben. Aber insgesamt sind es eben 18% und das ist relativ erstaunlich, weil wir damit im oberen Feld der Universitäten liegen. Also kaum eine andere Hochschule, schon gar keine staatliche, hat diesen hohen Anteil an internationalen Studierenden. Warum erzähle ich das? Weil die Geflüchteten zu diesen internationalen Studenten auch zählen von der Betreuung und Beratung her und auch unter diese Quote fallen. Woran liegt es? Wir haben immer mehr englischsprachige Masterprogramme, bekommen dadurch jedes Jahr neue internationale Studierende, mehr internationale Studierende. Bei den Studienanfängern sind es aktuell ca. 30% pro Jahr, die dazukommen. Wir haben jetzt ein Problem, das haben Sie wahrscheinlich schon gehört, ab dem Herbstsemester soll es Studiengebühren geben für internationale Studenten. Deswegen würde ich jetzt erstmal meine Aussage Tendenz steigend zurücknehmen, hoffe aber natürlich das Beste für das HWS. Ja, die Ausgangssituation. Im Januar 2015 kam, würde ich jetzt mal sagen, der erste Geflüchtete in meine Beratung. Es gab davor auch schon Studenten, die im Asylverfahren waren, aber die sind nicht weiter aufgefallen, die liefen einfach als normale Studenten mit. Kam rein und meinte, er ist aus Syrien und er möchte sich jetzt hier bewerben und ob es spezielle Angebote für Flüchtlinge gibt. Daraufhin haben wir natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir haben nicht geahnt, was noch alles passieren wird in dem Jahr und haben ihn natürlich umfassend betreut. Das ging dann immer so weiter. Es kamen Einzelne von Januar bis Juli, die meisten aus Syrien, die meisten auch schon asylberechtigt. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ungefähr 80% der Asylberechtigten schon 2 Jahre hier waren und aufgrund von politischen Umständen geflohen sind oder die Eltern sind aufgrund von politischen Umständen geflohen. Im August, sogenannten Flüchtlingssommer, hatten wir dann einen immensen Anstieg. Also wir hatten jeden Tag mehrere Flüchtlinge bei uns in der Sprechstunde. Am Anfang haben wir noch auf unsere Sprechstunde verwiesen, die dann 2-mal in der Woche stattgefunden hat. Das sprengte aber den Rahmen, sodass wirklich jeden Tag studieninteressierte Geflüchtete bei uns waren und sich informieren wollten, ob sie an der Uni Mannheim studieren können. Teilweise auch so, dass sie gerade erst in Deutschland angekommen sind. Also einer kam, der war direkt am Bahnhof in Mannheim. Das erste Mal, der kam direkt zur Beratung. Ich weiß nicht, wie er zu uns gefunden hat, aber das war alles möglich. Und auch weiterhin vornehmlich Syrer. Wir hatten aber auch schon andere Nationalitäten, also Afghanen, Eritreer, Pakistani, Iraner und Iraker.
Ja, interessant dabei war eben, dass die meisten gerade erst ein paar Tage in Deutschland waren oder ein paar Wochen und die hatten eine sogenannte BÜMA. Das ist die, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Bescheinigung über die Meldung eines Asylsuchenden. Also das erhält man, wenn man neu ankommt in Deutschland, sich als Flüchtling registriert, das ist das erste Dokument. Da läuft noch kein Asylverfahren und nichts, das ist wirklich das erste Dokument, was man in die Hand bekommt. Sprich, die hatten alle noch keinen richtigen Aufenthaltsstatus. Ja, was war unsere Lösung oder unsere erste Lösung? Wir wollten einfach einen Tag anbieten, um umfassend zu beraten, weil wir das nicht mehr stemmen konnten und haben dann überlegt, dass wir innerhalb des Studieninfotages an der Uni Mannheim auch eine Beratung für Geflüchtete anbieten. Haben dann einen extra Raum gemietet, haben gedacht, naja, es kommen so 20 Interessenten, weil wir es relativ kurzfristig publik gemacht haben. Also 2 Wochen vor dem Studieninfotag haben wir Flyer entwickelt in Deutsch, Englisch und Arabisch, haben diese dann an aktuelle Studierende aus dem arabischsprachigen Raum weitergeleitet und sonst eigentlich nichts gemacht. Und ja, an diesem Tag kamen dann knapp 300 Leute und wollten sich beraten lassen. Ja, wir saßen dann 10 Stunden im Akkord, haben dann alle Dokumente gecheckt. Also jeder, ich würde sagen, der Großteil hat seine Unterlagen mitgebracht, seine Zeugnisse. Und wir haben dann einen Service angeboten. Ich erzähle gleich nochmal, um was es da ging. Parallel interessant ist vielleicht, dass wir in der gleichen Zeit, also so im Oktober, November, eine Koordinationsstelle errichtet haben. Weil es kamen nicht nur Geflüchtete, sondern es kamen auch relativ viele, hauptsächlich von Seiten der Universität und studentischen Initiativen, die sich engagieren wollten. Was auf jeden Fall großartig war, aber was auch in irgendeiner Form koordiniert werden musste. Ne? Weil dann wollte vielleicht der eine Prof, wollte Matheunterricht geben. Ein Student wollte sich engagieren, wollte Wohnraum bieten. Also wir haben dann versucht, alles ein bisschen zu bündeln. Es wurde dann eine Stelle eingerichtet mit 50% und es fanden dann im Laufe der ersten Wochen, Monate Koordinationsrunden statt mit Vertretern von Rektorat, von Pressestelle, von einzelnen Fakultäten, von studentischen Initiativen und so weiter. Ja, nochmal zum Angebot am Studieninfotag. Man sieht jetzt nicht viel auf diesen Bildern. Also man muss sich vorstellen, der Raum war unten im Schloss und die Schlange ging bis raus. Also der war ganz hinten, die Schlange ging bis raus. Und jeder hat quasi dann 2 bis 3 Stunden gewartet, um seine Dokumente checken zu lassen. Wir hatten parallel Informationsstände von der Uni Mannheim, aber auch von der Hochschule Mannheim und von der DHBW Mannheim, einfach weil wir so möglichst breit die Fächer abdecken wollten. Wir selbst haben ja keine Ingenieurswissenschaften, deswegen dachten wir, Hochschule Mannheim wäre eine gute Alternative. Parallel dazu gab es einzelne Sessions, einzelne Präsentationen zum deutschen Bildungssystem, einfach um klarzumachen, was ist eine Fachhochschule, jetzt Hochschule genannt, was ist eine Universität, was ist eine duale Hochschule. Weil natürlich vornehmlich die Meinung herrscht, nur Universitäten sind das Richtige. Das ist vor allen Dingen in Syrien so, da gibt es eben nur Universitäten. Und einfach zu sagen, okay, wenn du eher praktisch veranlagt bist, wäre vielleicht auch die duale Hochschule das Richtige für dich. Parallel hatten wir dann auch Unterstützung von ehrenamtlichen Übersetzern. Es waren hauptsächlich Studenten und Mitarbeiter der Uni. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir uns nicht immer mit demjenigen unterhalten konnten. Also Deutsch lag überhaupt nicht vor und auch Englisch war bei vielen schwierig. Also da hat man gemerkt, die Kenntnisse sind schon weg oder wurden nie richtig entwickelt. Deswegen war es immens wichtig, einfach jemanden zu haben, der das in Arabisch übersetzen konnte. Ja, wir haben dann alle Daten aufgenommen, alle persönlichen Daten, die kompletten Bildungsbiografien, Aufenthaltsstatus und so weiter, um einfach für spätere Projekte die Informationen zu haben, wer hat welche Kenntnisse. Ja, welche Erkenntnisse haben wir daraus gewonnen? Ja, wir hatten Teilnehmer aus der gesamten Bundesrepublik, also es kamen Leute aus Schwerin, es kam auch einer aus Holland, wir wussten nicht,
wie der das geschafft hat, aber okay. Und aus Freiburg, aus Köln, überall her. Und auch da schon wieder Personen, die auf dem Weg, die gerade erst 2, 3 Tage in Deutschland waren, die auf dem Weg an irgendeinem Supermarkt unseren Flyer gesehen haben. Also der hat sich immens verbreitet. Mehr als 85% konnten auch Originaldokumente vorzeigen. Die waren teilweise auf Arabisch, aber auch schon oft übersetzt. Das erwähne ich jetzt, weil oft gesagt wird, Flüchtlinge haben keine Dokumente. Das stimmt teilweise, also das kann vorkommen, das hängt natürlich immer vom Fall ab und es verstärkt sich jetzt auch dadurch, dass gerade die syrische Regierung die Dokumente nicht mehr rausgibt und als Druckmittel für den Wehrdienst verwendet. Aber zu diesem Zeitpunkt war es so, dass wirklich jeder die Dokumente oder fast jeder die Dokumente dabei hatte. Und von diesen Teilnehmern am Studieninfotag waren auch 95% studierfähig anhand der vorgezeigten Dokumente. Studierfähig heißt, hatten eine direkte Hochschulzugangsberechtigung. Mehr als 70% haben aber eben kein Deutsch gesprochen oder sehr, sehr unzureichend Deutsch. Und das große Problem war uns dann klar, naja, wie sollen wir diese Leute integrieren, vor allen Dingen in grundständige Studiengänge, wenn kein Deutsch vorhanden ist. Für alle grundständigen Studiengänge an der Uni Mannheim, aber auch an anderen Universitäten, wird ein C1-Level in Deutsch benötigt. Also das ist schon fast Muttersprache. Es war also gar nicht möglich. Die zweite Problematik war eben, dass wir gesehen haben, die Lebensläufe, die hatten viele Unterbrechungen, also aufgrund der Flucht. Teilweise hielten sich Personen 2 Jahre in der Türkei auf, 2 Jahre im Libanon schon und hatten einfach überhaupt keine Erfahrung mehr mit dem Lernen oder Studieren oder schon vieles vergessen. Ja, ansonsten war das Feedback sehr positiv, weil es eben zu diesem Zeitpunkt noch keine anderen Angebote dieser Art gab. Was haben wir dann mit den Daten gemacht? Also wir haben uns alle genau angesehen in mehreren Wochen und haben dann aus diesen knapp 300 Personen plus nochmal 200 Personen, die davor schon bei uns waren, 50 Teilnehmer ausgewählt. Aufgrund der guten Schul- und Studienleistungen, aber auch aufgrund vielleicht der Nähe zu Mannheim. Also wir konnten es natürlich keinen aus Schwerin einladen, der, steht hier, an einem Sprachorientierungstest teilnimmt, um dann vielleicht in Mannheim einen Intensivkurs zu machen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Also wir haben gar nicht die Bedingungen oder die Möglichkeiten gehabt, jemanden hierher zu holen, der noch kein Asyl hat und denjenigen hier zu finanzieren. Deswegen haben wir 50 ausgewählt, die haben an diesem Sprachorientierungstest in Deutsch teilgenommen und haben dann einfach gesehen, was kommt dabei raus. Wie zu erwarten, kam dabei raus, kaum jemand hatte Deutschkenntnisse. Das heißt, wir haben beschlossen, einfach einen Deutsch-Intensivkurs zu entwickeln, der dann von einem Nullniveau bis zu einem C1-Niveau, also studierfähig, führt und damit zur Studienbewerbung berechtigt. Parallel dazu kamen auch einige Fakultäten auf uns zu. Die Fakultät für BWL hat eine Winter School initiiert für Geflüchtete, die interessiert sind an Wirtschaftswissenschaften, aber auch für Geflüchtete, die bereits BWL studiert haben im Heimatland. Wir haben dann wiederum aus diesen Bögen 18 Teilnehmer ausgewählt, die dann eine Woche lang Sessions hatten zu BWL-Themen, zu BWL-Kursen, aber auch zu Arbeits- und Studienbedingungen, Firmenbesuche bei John Deere und so weiter. Und ja, das Positive daran war, dass am Ende wirklich eine Abschlussarbeit mit Benotung stattfand und ECTS-Punkten. Die war auch sehr schwer, also sind auch einige durchgefallen. Aber das war, ja, das war sehr, sehr hilfreich. Also das hat allen sehr, sehr gut gefallen, weil erstmals einfach wieder so eine Leistung abgefragt wurde. Also davor muss man sich vorstellen, diejenigen, die schon länger in Deutschland waren, die waren in Flüchtlingsheimen, die hatten, wenn sie Glück hatten, vielleicht schon einen Integrationskurs in Deutsch, aber waren natürlich nicht unbedingt mit Personen zusammen, die, ich sage jetzt mal, studierfähig sind oder das gleiche Bildungsniveau haben. Also da ist der
Rentner, mit dem Schüler, mit dem Studenten, mit dem Azubi, mit dem Arbeitslosen, was auch immer, in einem Kurs. Und das geht natürlich nur sehr schleppend voran. Das ist eine gute Sache, aber ja, deswegen waren die Teilnehmer sehr begeistert. Wir haben das dann natürlich auch zelebriert. Wir haben die Zeugnisausgabe sehr groß gestaltet und wollten einfach so ein bisschen Motivation mitgeben. Vielleicht noch ein Hinweis, ich hatte jetzt hier geschrieben 18 Teilnehmer, 15 männlich, 3 weiblich. Es ist nicht so, dass es zu wenige gebildete oder ausgebildete Damen gibt. Es ist nur so, dass gerade am Anfang 2015 einfach die, wissen Sie wahrscheinlich, die jungen Männer als erste losgeschickt wurden und von vielen Familien so die Hoffnung bestand, danach kommt die ganze Familie nach oder Geschwister, deswegen hatten wir hauptsächlich Männer. Das hat sich zwischenzeitlich geändert, also es sind auch immer mehr Frauen da, aber zu dem Zeitpunkt war es eben noch so. Ja, was dann möglich war, also wir haben dann parallel dazu uns beworben beim DAD für die Programme Integra und Welcome. Das sind Flüchtlingsprogramme. Integra steht eben für Mittel, die für Deutschkurse genutzt werden können oder Fachkurse, und Welcome für das integrative Begleitprogramm dazu. Dazu komme ich dann später. Durch die Mittel vom DAD haben wir dann im März 2015 die Teilnehmer, die am Test teilgenommen haben, in diesem Sprachorientierungstest, ausgewählt, eingeladen, und die mussten dann innerhalb eines Jahres, das war ein sehr großes Projekt, vielleicht ein bisschen zu groß, mussten innerhalb eines Jahres von A1, also Nullkenntnis, bis C1 Studierniveau Deutsch erlernen. Das hat bei einigen ganz gut hingehauen, das kann ich jetzt schon sagen, bei anderen leider nicht. Ist aber auch ein sehr ehrgeiziges Ziel. Also normalerweise sagt man, um eine Sprache zu erlernen, das kennen Sie auch, braucht man mindestens mal 1,5 bis 2 Jahre. Aber wir dachten, naja, täglich Deutschunterricht, 5 Stunden, wir können das schaffen. Genau, wir hatten dann 2 Kurse. Wir hatten auch noch einen Kurs mit Teilnehmern, die schon ganz leichte Vorkenntnisse hatten. Die haben dann mit A1-2 angefangen, also aber auch im Prinzip Anfängerniveau, und hatten dann insgesamt 32 Geflüchtete in der Studienvorbereitung an der Uni Mannheim. Ziel war dann im Januar, Februar, es war jetzt kürzlich die DSH-Prüfung. Ja, das haben wir alle motiviert begonnen und sind natürlich auch immer noch motiviert dabei, aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die großen Probleme eben bezüglich der Ansprechpartner auch vorlagen. Also wir dachten, naja, wir wählen 32 Personen aus, dann haben wir einen Ansprechpartner irgendwo beim Bundesamt für Migration oder beim Jobcenter, und dann können wir den fragen, ob alle 32 teilnehmen dürfen, und können uns hier als Universität darstellen, die allen hilft. Es war leider nicht so. Also jeder Teilnehmer hatte einen anderen Ansprechpartner. Viele kannten ihren Ansprechpartner nicht. Viele Ansprechpartner, die Ansprechpartner waren, haben sich verweigert, Ansprechpartner zu sein. Also es war wirklich so, dass wir 32 Ansprechpartner hatten, die unterschiedliche Aussagen getroffen haben und die uns das, nicht uns, vor allen Dingen den Teilnehmern erschwert haben, auch teilzunehmen. Einige haben sich bereit erklärt, die Anfahrtskosten zu übernehmen für die Geflüchteten, andere nicht. Einige haben sich bereit erklärt, vielleicht einen Teilnehmer aus einem Zimmer mit 7 anderen Personen rauszunehmen, aufgrund der Lernbedingungen. Andere haben Teilnehmer einfach in ein anderes Wohnheim versetzt mit 10 Geflüchteten in einem Zimmer. Also es war am Anfang wenig Kompromissbereitschaft da und wenig Hilfe, und es war natürlich vor allen Dingen zulasten der Teilnehmer, die eben hauptsächlich noch nicht asylberechtigt waren und in Flüchtlingsheimen gewohnt haben. Ja, bezüglich der Anfahrtskosten kann ich vielleicht jetzt schon sagen, wir haben das dann hauptsächlich in den ersten Monaten über Spenden gemeistert von der Uni direkt. Später konnten wir dann auch nochmal mit den jeweiligen Jobcentern sprechen und Ansprechpartnern, dass sie das finanzieren. Das komplette Programm wurde ohnehin von der Uni bzw. vom DAD finanziert. Ja, nach einer gewissen Zeit haben wir dann einige Ansprechpartner gehabt. Es war auch klarer,
wie die aufenthaltsrechtlichen Bedingungen sind. Und wir konnten glücklicherweise nochmal zusätzliche Mittel beantragen für Fachkurse. Ich hatte vorher erwähnt, dass natürlich nicht nur die Deutschsprachkenntnisse ein Problem waren, sondern einfach auch durch lange Studienunterbrechungen war einfach das Level vielleicht bei einigen nicht mehr vorhanden. Also gerade Schulmathematik, Schulenglisch war nicht mehr da, sodass wir beschlossen haben, auch da nochmal Kurse anzubieten. Ja, dann ging es weiter. Wir haben natürlich anhand von Bögen herausgefunden, wer hat welche Studieninteressen. Am Anfang war es so, dass ungefähr 50% der Teilnehmer uns mitteilten, sie wollen auf jeden Fall Medizin in Deutschland studieren. War jetzt nicht so gut an der Uni Mannheim, aber wir konnten die meisten davon abbringen. Ja, also hat natürlich auch den Hintergrund, dass das ist in Syrien, im Irak genauso schwierig, einen Medizinplatz zu bekommen wie in Deutschland. Und es ist da einfach das Prestige-Studienfach schlechthin. Also jeder Vater, jede Mutter möchte gerne, dass Tochter oder Sohn eben Medizin studiert. Deswegen kamen die natürlich mit ganz großen Hoffnungen und haben gedacht, naja, wir können jetzt in Deutschland einfach alle Medizin studieren. Und wenn man dann nach einer Alternative gefragt hat, dann haben sie Zahnmedizin gesagt. Was jetzt auch nicht viel einfacher ist. Und allein für Baden-Württemberg gibt es, glaube ich, 5 Plätze für Internationale, für Medizin insgesamt. Also das ist nichts und sehr unwahrscheinlich. Also haben wir angefangen mit, was ist dein Plan? B, C, D und so weiter. Nach Zahnmedizin kam dann meistens Medizintechnik, aber wir haben das dann so weit runtergebrochen, bis wir ein Uni-Mannheim-Fach hatten. Und ja, die meisten haben sich dann einfach eine Alternative gesucht und das war auch hilfreich, dass wir einfach mit den Fakultäten gesprochen haben und ja so eine Art Schnupperstudium parallel zum Deutschkurs angeboten haben. Also jeder durfte mal in Vorlesungen der Philosophischen Fakultät, der BWL, der VWL und so weiter und so fort, um sich einfach mal anzusehen, was ist denn Wirtschaftsinformatik oder was ist denn Bakuvi, was heißt das, was kann ich damit machen? Ja, wie schon gesagt, ja, ist nicht immer so einfach, aber haben wir dann auch Mathe und Englisch angeboten. Das lief ganz gut, weil wir halt einfach auch gemerkt haben, gerade im Englischen sind die Kenntnisse so unterschiedlich von fließend bis eigentlich überhaupt nicht vorhanden, dass das dringend nötig war. Und wir haben auch einen Peer-to-Peer-Abend gemacht. Da haben wir wirklich Studenten aller Studienfächer eingeladen, nicht nur von der Uni Mannheim, auch von der Uni Heidelberg, auch von der Hochschule Kaiserslautern, von der Hochschule Mannheim, um einfach über alle Studienfächer zu berichten aus Sicht der Studenten. Das kam sehr gut an und auch an diesem Abend haben sich dann einige nochmal umentschieden, was sie studieren möchten. Und ja, haben auch dann schon im Herbst angefangen zu schauen, okay, was passiert, wenn einige schon die Prüfung bestehen im Januar, Februar, können sie sich unter Umständen dann schon zum Sommersemester bewerben? Haben da also auch schon angefangen, bei der Bewerbungsphase zu unterstützen. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Im Dezember konnten wir schon die erste DSH-Prüfung machen, des ersten Kurses, der mit einem leicht höheren Niveau angefangen hat. Das lief sehr gut, da haben alle die DSH-Prüfung bestanden. Also wir waren total irritiert, das hätten wir nicht erwartet. War aber natürlich super und ja, dachten, das geht jetzt immer so weiter, aber dazu später. Parallel hatte ich schon gesagt, es gab nicht nur Integra als DAAD-Programm, es gab auch Welcome und Welcome war für die integrative, ja, für die Integration zuständig. Wir haben eben auch gemerkt, es reicht nicht aus, die Leute jeden Tag 5 Stunden nach Mannheim für einen Deutschkurs zu holen. Man muss sich das so vorstellen, man ist ein Jahr lang 5 Stunden jeden Tag mit den gleichen Personen in einem Raum, auch der Lehrer ist oft der gleiche und ja, also das sind natürlich, man kann nicht von denen, waren hauptsächlich Syrer, von den Syrern sprechen. Das waren sehr, sehr unterschiedliche Personen und die hatten auch zu Hause, also teilweise eben in Flüchtlingsheimen oder auch mit der Familie, mit der sie gelebt haben, einfach nicht wirklich den Austausch, schon gar nicht mit Deutschen oder mit Studenten, sodass jeder eben einen Tandempartner bekommen hat. Weil in Mannheim immer alles ein bisschen fancy genannt werden muss, Social Interaction Leader genannt. Effektiv war es eigentlich ein Buddy oder ein Tandem. Aber
ja, auch so, dass man wirklich gesagt hat, bei einigen war der Austausch dann wirklich so intensiv, dass sie zur Familie des Tandems gezogen sind und wirklich dann einen guten Austausch hatten. Hat nicht immer funktioniert, das ist wie, wenn man eben zwei Menschen zusammenbringt, das funktioniert nicht immer, also teilweise mussten wir tauschen, aber parallel dazu haben wir auch immer allgemeine Veranstaltungen angeboten für die komplette Kohorte, wie ein Sommerfest, ein Fußballturnier, Wanderungen und so weiter. Zuckerfest war sehr groß. Zuckerfest ist das Fest nach Ramadan. Das wurde sehr groß gefeiert. 3 Tage lang fand dann fast kein Unterricht statt, aber ja, das war auf jeden Fall sehr nett, vor allen Dingen, weil sich eben auch die Geflüchteten einbringen konnten. Genau, das Programm Welcome wurde dann eben hauptsächlich von der Koordinationsstelle für Flüchtlingsfragen unterstützt, aber auch von einer studentischen Hilfskraft. Mittlerweile sind es 2, weil sich das eben ausgeweitet hat. Ja, vielleicht nochmal diese Herausforderungen betreffen uns immer noch, Probleme und Herausforderungen. Also das erste ist eben die Traumabewältigung. Also wir haben relativ spät, würde ich sagen, gemerkt, dass einige der Teilnehmer doch sehr, sehr stark psychisch belastet sind. Ich meine, natürlich kann man sich das denken, aber die Anzeichen sind nicht immer so eindeutig. Also wir mussten auch erstmal geschult werden, was bedeutet das, was für Anzeichen sind das. Also ist jetzt ein Schlaf- und Konzentrationsproblem immer gleich automatisch ein Trauma? Teilweise war das so, teilweise aber eben auch nicht. Und das war eben sehr, sehr schwierig, nicht nur für uns, auch einfach ja, den Lehrern zu erklären, das ist jetzt nicht nur Motivationslosigkeit, sondern der Betreffende hat ein Trauma. Weiterhin die rechtliche Situation, das ist jetzt ganz schwierig wieder, auch bei der neuen Runde, da eben die Asylverfahren schwieriger geworden sind. Es werden immer mehr Leute abgeschoben, es werden meistens nicht mehr 3 Jahre vergeben, sondern nur noch 1 Jahr. Das bedeutet natürlich auch für die Betreffenden, dass sie ja, sehr stark unter Stress stehen. Also man denkt immer, was mache ich nächstes Jahr? Was ist, wenn ich diesen Deutschkurs nicht standhalte? Komme ich dann kein weiteres Jahr? Kann ich nicht hierbleiben? Muss ich zurück? Also das ist ein sehr großes Problem. Und von Seiten der Teilnehmer ist es einfach, dass sie diesen Erwartungsdruck haben und meinen, also es meinen wirklich 90%, sie kommen nach Deutschland und innerhalb eines Jahres sind sie so integriert, dass sie vielleicht schon eine Arbeit haben, schon ein Studium beendet haben, schon Deutsch sprechen und schon problemlos Prüfungen schreiben können. Ist natürlich nicht so. Also diejenigen, die es wirklich innerhalb von einem Jahr schaffen, das sind schon Überflieger. Also da muss man schon wirklich sehr gut sein und auch schon Kenntnisse mitgebracht haben. Oder eventuell einfach in englischsprachigen Masterstudiengängen studieren. Das gibt es natürlich auch. Ja, und dann einfach finanzielle Probleme. Man bekommt natürlich nur einen gewissen Satz vom Jobcenter zugeteilt. Wenn man einen Studienplatz erhält als Geflüchteter, bekommt man BAföG. Aber die Lücke zwischen Jobcenter und BAföG beträgt meist oder mindestens 3 Monate. Das heißt, die finanziellen Mittel sind einfach nicht da, wenn man Studienanfänger ist. Also man muss dann erstmal vielleicht noch einen Laptop sich kaufen, ein Semesterticket und so weiter und so fort. Und das scheitert bei ganz vielen, da gibt es auch nicht wirklich Lösungen oder noch keine Lösungen. Und was auch eine Herausforderung ist, wir machen keinerlei Werbung für diese Kurse oder für die Studienberatung, weil einfach der Andrang über Mundpropaganda so groß immer noch ist, dass wir immer noch jede Woche vielleicht keine 20 Beratungen mehr haben, aber immer noch locker 5 bis 10 und natürlich die Nachfrage überhaupt nicht decken können. Also wir können überhaupt nicht sagen, naja, kein Problem, du kannst in unseren Deutschkurs. Oftmals passt es vielleicht auch nicht mit den Studienleistungen und das ist eben, weil es weniger Angebote gibt oder immer weniger Angebote gibt in Deutschland. Ja, bisherige Ergebnisse hatte ich eigentlich alles schon mehr oder weniger gesagt. Also natürlich das Wichtigste sind die Sprachkenntnisse, vor allen Dingen eben in Deutsch, die fachliche Wiederholung. Wir haben auch festgestellt, dass die meisten Geflüchteten, die an Hochschulen waren, wo sie ein Schnupperstudium ableisten konnten oder ein Gasthörerstudium, sehr irritiert waren, weil es eben doch immer häufig die Meinung gibt, wenn ich jetzt Vorlesungen besuche in einer Hochschule und ich mache das gut, das bedeutet, ich darf da studieren. Was natürlich nicht stimmt oder meistens nicht stimmt. Deswegen
halten wir oder ich vor allen Dingen halte das nicht für sinnvoll, das anzubieten, wenn es nicht klar vorher kommuniziert wird. Und wenn man nicht schaut, macht es überhaupt Sinn mit den Interessen. Weil man muss sich das einfach so vorstellen, wenn jemand im Flüchtlingsheim sitzt und nichts zu tun hat und natürlich gerne irgendwie seine Bildung voranbringen will, nimmt er alle Angebote an, die es gibt. Und wenn es heißt, wir machen ein Schnupperstudium in Bauingenieurwesen und er sich null für Bauingenieurwesen interessiert, wird er trotzdem hingehen. Deswegen muss man da vorsichtig sein, eben zu viele Versprechungen zu machen und zu viele Angebote zu bieten, die dann später vielleicht nicht zum Erfolg führen. Genau, auch damit einhergehend ist die frühzeitige Immatrikulation. Es ist wenig sinnvoll, Leute zu immatrikulieren, wenn sie ein gewisses Sprachniveau noch nicht haben, aber schon Prüfungen ablegen müssen. Weil natürlich hat es auch einen Sinn, dass man dieses hohe Sprachniveau in Deutsch vorzeigen muss für ein Studium, weil im Studium ja ohnehin nochmal eine Fachsprache gesprochen wird, sodass es ganz essentiell ist, Deutsch zu können. Und wenn das eben nicht der Fall ist und man ihnen die Chance gibt, vielleicht innerhalb eines Jahres die Sprache nachzuholen, aber schon Prüfungen schreiben lässt, kann es eher dazu führen, dass man Prüfungen nicht besteht, vielleicht den Prüfungsanspruch verliert und nachher überhaupt nicht mehr studieren kann. Genau, dann eben unabdingbar ist die soziale Unterstützung, die soziale Integration. Also man muss bei solchen Programmen eben nicht nur die Bildung anbieten, sondern eben auch den Freizeitausgleich. Der Betreuungsaufwand ist viel, viel höher, also jetzt Vergleich internationaler, regulärer internationaler Student, Geflüchteter, man muss sich natürlich viel stärker reinhängen und auch viel mehr Dinge klären, allein schon wegen der rechtlichen Situation. Ja, dann noch zum Fazit und zum Ausblick, hatte ich erwähnt, die Studienberatung, also die Anzahl der studieninteressierten Geflüchteten bleibt konstant gleich. Da ist jetzt kein Bruch in Sicht, obwohl natürlich auch weniger Flüchtlinge ins Land kommen. Es ist aber auch oft so, dass Studieninteressenten immer wieder kommen, teilweise ihre Sprachkenntnisse anderweitig aufgebessert haben und natürlich diese Beratungs- oder die Beratung gerne annehmen, oft weil sie auch Zeit haben, aber das ist, ja, ist auch in Ordnung. Die Deutschkenntnisse werden immer besser, weil eben ein Großteil in Integrationskursen war. Integrationskurse sind auch eine, also muss ich nochmal sagen, sind eine tolle Sache, nur ist es eben so, dass diese Integrationskurse nur bis zu einem Niveau von B1 führen und alle getesteten Geflüchteten, die hier offiziell ein B1-Niveau aus dem Integrationskurs hatten, haben ein komplettes Niveau schlechter an der Uni, wenn man sie auswertet, weil das eben ganz unterschiedliche Teilnehmer sind in Integrationskursen und das Niveau dann doch nicht so hoch ist. Trotzdem ist es halt so, dass sie ein gutes Grundniveau bieten und dass wir jetzt auch für unsere neue Runde, die wir jetzt begonnen haben, Anfang März, einfach schon höher beginnen mit A2-2 und dann wieder ein Jahr Zeit haben und dann hoffentlich bessere oder noch bessere Chancen haben für den Abschluss. Genau. Ansonsten ist es ganz schwierig, wenn jetzt ein Studieninteressent oder auch ein Geflüchteter, der in den Job möchte, einen Integrationskurs macht, der bis B1 führt, steht er danach in der Luft. Er hat nichts mehr, was er tun kann an Programmen, die zu C1 führen. Das ist sehr schwierig, da gibt es ganz wenige Möglichkeiten und wie gesagt, wir Universitäten, also auch andere Universitäten, sind da im Prinzip die einzigen, die jetzt einen Übergang zu C1 noch bieten. Ja, ansonsten bestehen ganz große Unklarheiten bei den Geflüchteten bezüglich Zugangsvoraussetzungen. Also in anderen Ländern ist es oft so, es gilt eine Regel und die gilt für alle Universitäten. In Deutschland ist es so, jeder Studiengang jeder Universität hat eine andere Voraussetzung. Und das eben klar zu machen, ist sehr, sehr schwierig, dass man eben für einen Studiengang vielleicht einen TOEFL braucht, für den anderen den GMAT. Das sind aber die gleiche Fakultät. Dann für andere Dinge braucht man ein Praktikum und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen verwirrend. Wir versuchen das aber ja, bestmöglich zu erklären. Ansonsten gibt es auch ganz große Unterschiede bei der Studienberatung. Manche Hochschulen verlangen einfach schon 200 Euro für den Zeugnischeck. Das kann sich natürlich kein Geflüchteter leisten. Also weiß man auch nicht unbedingt, ob man da dann studieren kann.
Und ein großer Nachteil ist auch, dass den meisten Geflüchteten nur ein Praktikum von 6 Wochen erlaubt wird, die aber oft schon länger ein Praktikum machen könnten, weil gerade die Praktika ab 12 Wochen ja auch für viele Studiengänge geeignet sind. Ja, wie gesagt, seit März läuft die zweite Runde von Integra mit 32 neuen Geflüchteten. Wie gesagt, waren die Plätze in kürzester Zeit ausgeschöpft und wir haben immer noch eine lange Warteliste. Zum Abschluss der ersten Runde, hatte ich schon erwähnt, von unserem ersten Kurs haben alle bestanden. Vom zweiten Kurs, die wirklich bei A1 angefangen haben, haben es 50% geschafft. 50%, muss man auch sagen, ist die Quote einer normalen DSH-Prüfung. Also wenn man als internationaler Studierender eine DSH-Prüfung macht, zumindest an der Uni Mannheim, ist die Chance 50%, dass man besteht. Das hat einerseits damit zu tun, dass einfach vielleicht die Vorbereitungszeit zu kurz war, andererseits aber auch, dass natürlich nicht unbedingt alle jetzt ein riesensprachliches Talent haben und vielleicht auch doch nicht unbedingt studierfähig sind, auch wenn sie die Zeugnisse mitbringen.